Moin Leute, heute ist der 8.1. Samstag. Ich fahre jetzt Schweine füttern. Kurz zur Woche. Die Woche ging nicht viel. Wir haben schlecht Wetter gemacht, war wirklich eklig, hat sich relativ durchgezogen, gab viel Niederschlag. Ja, wollten wir draußen jetzt nichts machen, konnten nichts machen. Auch öfter mal wieder windig. Ja. Entschuldigt bitte die dreckige Scheibe. Ich habe den Trecker lange nicht mehr sauber gemacht. Ist auch ja, bei dem Wetter, wenn man Futter mitholt, wie auch immer, lohnt es sich nicht richtig. Aber jetzt hat es so einen Punkt erreicht, wo ich den auf jeden Fall, bevor ich wieder Mist fahre, mal sauber machen werde. Ich kann das eigentlich absolut gar nicht leiden, wenn man durch die Scheibe einfach nichts sieht. Gerade hier unten, wenn man, ich sag mal, Schaufel anbauen will oder wie auch immer. Man kann da ja gar nicht durchgucken. Naja. So, gleich bei den Schweinen und da gibt es ein bisschen was Besonderes diesmal beim Füttern. Zeige ich euch. Schwein. Habt ihr jetzt ein bisschen Kraftfutter eingeschmissen? Das Besondere zeige ich euch jetzt. So, ich bin nämlich mit dem Trecker gefahren. Ihr werdet euch vielleicht schon gewundert haben, warum ich mit dem Trecker fütter. Und zwar habe ich Luzerne mitgebracht. Wir haben Luzerne gekauft in Form von Silagebeinen. Und das werde ich denen jetzt auch noch ein bisschen füttern. Gucken, wie die es annehmen. Ich denke, relativ gut. Mache mir da eigentlich keine Gedanken drum. Man merkt aber auch gleich, wie ruhig Schweine werden, wenn sie fressen. Ne? Die machen immer einen richtigen Terror, wenn sie Hunger haben, aber wenn es dann was zu essen gibt. So, das machen wir jetzt bei den anderen beiden Ausläufen auch nochmal und beim dritten, beim letzten, dann werde ich auf jeden Fall nochmal was, oh, ich gucke voll gegen die Sonne, dann werde ich auf jeden Fall nochmal was zur Luzerne sagen, da gibt es nämlich ein paar Besonderheiten, das ist eine ganz interessante Frucht. Ganz interessant, bei dem Auslauf habe ich es andersrum gemacht, ich habe erst die Luzerne reingeworfen und dann noch das Kraftfutter. Anfangs haben alle wie wahnsinnig gefressen, sind dann aber rüber zum Kraftfutter gegangen, was aber auch klar ist. Man kann sich das vorstellen, wie man hat, wenn man isst, hat man ja immer eine Hauptspeise, also was Fleisch, Fisch, irgendwelche anderen Produkte, Sojaprodukte, wie auch immer, die Veganer unter uns, ne? Und dann eine Beilage dazu. Und die Luzerne ist in dem Fall wie eine Beilage, weswegen die sich erstmal aufs Kraftfutter stürzen, aber dann die Luzerne auf jeden Fall auch fressen werden. So, nochmal zur Luzerne. Luzerne gehört zur Gattung Hülsenfrucht, wie zum Beispiel eine Sojabohne, eine normale Ackerbohne, Kleegras oder halt auch die Luzerne. Zählt damit dementsprechend auch zur Leguminose. Leguminosen haben den Vorteil oder den biologischen Kniff, dass sie an den Wurzeln kleine Wurzelknöllchen haben. Diese Wurzelknöllchen, das sind Bakterien, die mit der Wurzel Symbiose betreiben und Stickstoff fixieren aus der Luft. Ganz spannendes Thema, also die fixieren, die holen sich den Stickstoff aus der Atmosphäre und machen es der Pflanze verfügbar. Also nicht nur der Luzerne direkt, sondern auch den Kulturen nebenan, weswegen man stickstofftechnisch eine Leguminose nicht zu düngen braucht. Wenn man das erste Jahr Leguminosen anbaut, sollte man, um diese Symbiose voranzutreiben, eine kleine Stickstoffgabe vollziehen. Aber grundsätzlich braucht man diese eben nicht düngen. Hülsenfrüchte, die eigene Stickstoffsynthese betreiben, sind dementsprechend auch Eiweißlieferanten. Eine Sojabohne ist ein Eiweißlieferant, eine Ackerbohne und dementsprechend auch das Gras hier, das Luzernegras,
Deswegen ist das gerne nach Futter, in der Fütterung gesehen, in der Tierfütterung, vor allem im Kuhbetrieben. Die steigen eher auf Kleegras um. Da hat sich die Luzerne nicht so integriert. Luzerne wird allgemein nur noch sehr wenig angebaut. Da wurde ich gerade angerufen. Wie gesagt, ein Eiweißlieferant. Weswegen wir das jetzt auch versuchen, den Schweinen mitzugeben. Wir versuchen damit kostengünstiger zu fahren und die Schweine damit mehr zu beschäftigen. Nochmal zu den Knöllchenbakterien. Man kann das ganz gut sehen. Ich habe leider keine Leguminosen im Anbau. Ich war schon ein paar Mal im Überlegen. Das ist mit der Vermarktung immer relativ schwierig. Wie gesagt, Biobetriebe, die machen das eher. Da passt es gut in eine Fruchtfolge rein und die können das entweder selbst an den Tieren verwerten oder oder Kooperationen mit anderen Tierbetrieben eingehen. Aber in der konventionellen im konventionellen Ackerbau wie in der Tierhaltung sind Leguminosen jetzt noch nicht so gefragt. So viel dazu. Achso, und wie gesagt, diese Knöllchenbakterien, das ist ganz cool zu sehen im Frühjahr oder im Allgemeinen im Verlauf des Jahres, wenn die arbeiten, dann sind die rot, wenn man die aufschneidet. So kann man das mal ganz gut kontrollieren, ob die Knöllchenbakterien auch arbeiten. So, jetzt habe ich ja noch große Ankündigungen gemacht, dass es was Neues gibt heute. Und das ist nicht, dass ich beim Friseur war, sondern wir haben ein neues Anbaugerät gekauft. Nichts Großes, mehr Dienst gemacht, als es wirklich ist. Und zwar eine neue Schaufel, eine neue Erdschaufel. Unsere andere, die war schon unfassbar durch, oder Universalschaufel, das ist ja keine Erdschaufel. Universalschaufel ist eine gebrauchte Quicke. Auch wieder abgestrichenes Volumen 1,85 Kubik. Das heißt eine Breite von 2 Meter, jetzt muss ich lügen, 45 glaube ich. Tolles Ding, genau das gleiche Ding, wie wir schon hatten, nur halt frischer. Unsere andere, die war auch wirklich durch, die war schon gerissen, da konntest du ein Blatt durchstecken, weil durch das ganze Mist fahren über die Jahre oder Jahrzehnte schon fast, ist der Boden halt, hat er halt nachgegeben, ist ja auch voll verständlich. Naja, das Ding war für uns, denke ich, relativ preiswert, vom Kumpel gekauft und ja, man sieht hier schon, der hat die Schaufel nicht oft genommen. Hier ist noch richtig schön Futter dran. Vorne die Spitze. Allgemein macht einen hochwertigen oder neuwertigen Eindruck. Selbst der Lack ist hier noch dran. Ne? Nur ein bisschen runter. Deswegen also ganz normale Quicke-Schaufel, Universalschaufel. Ich weiß, die ganzen Leute, die mir beim Mistfahren zugucken auf TikTok, die werden jetzt meckern. Ne? Warum keine Greifschaufel? Hat sich eigentlich so bewährt bei uns. Mit einer Universalschaufel. Damit kann man wirklich alles schön machen und deswegen auch wieder die gleiche Schaufel. Fanden wir einfach, passt gut in unseren Betrieb rein. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe das mit der Luzerne gut auf den Punkt gebracht. So auf den Sonntag, wenn man noch ein bisschen verschlafen ist und noch nicht gegessen hat, dann fällt es einem immer ein bisschen schwerer zu reden. Trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen was vermitteln mit der Leguminose. Sehen, wenn ich zu viel Scheiße gelabert habe, schneide ich es raus. Naja, auf jeden Fall schönen Sonntag noch. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, liken. Vielen Dank.